Hallo liebe Leute, ich bin Markus von den Physikanten. Eigentlich sollten wir in der Experimenta auftreten, aber der Auftritt musste Corona-bedingt abgesagt werden. Deshalb melde ich mich jetzt per Video bei euch. Ich möchte euch jetzt auf diesem Wege zeigen, was hinter der Technik der Lasershows im Science Dome steckt und was man mit Lasern sonst noch so für einen Unsinn anstellen kann. Achtung! Erstmal ein bisschen was zu den Grundlagen. Weißes Licht, egal ob es jetzt von der Sonne kommt oder aus einer Glühbirne, besteht aus vielen unterschiedlichen Farben, dem ganzen Lichtspektrum. Und mit diesem Prisma hier kann man das wunderbar sichtbar machen. Je nach Farbe wird das Licht dann stärker oder schwächer gebrochen, also abgeknickt. Und man sieht dann so, dass das Licht der Glühlampe aus allen Farben des Regenbogens besteht. Laserlicht besteht aber nur aus einer Farbe. Das nennt man monochromatisch. Und mit diesem Prisma kann ich euch das auch wunderbar zeigen. Ich habe mal zwei Laser aufgebaut, rot und grün. Die Punkte liegen dann schön übereinander. Wenn man jetzt durchs Prisma guckt, dann sieht man, dass rot und grün dort nicht mehr weiter aufgespalten wird. Was man aber sehen kann, ist, dass das Prisma die Farben unterschiedlich stark gebrochen hat, weil sie jetzt nicht mehr genau übereinander liegen. Rotes und grünes Laserlicht bestehen also nur aus einer einzigen Farbe. Das gilt natürlich auch für blaue Laser und alle möglichen anderen Laser. Was kann man jetzt aber damit anfangen? Nun, man kann das Licht auch wieder zusammensetzen. Ihr kennt das von Fernsehern oder auch von einem Handy-Display. Wenn man sich da die einzelnen Pixel mal ganz genau anschaut, dann sieht man, dass die aus drei unterschiedlichen Farben bestehen. Rot, grün und blau. Und damit kann ich alle Farben erzeugen, die es gibt. So funktioniert das dann auch bei einem Showlaser. Er enthält drei verschiedene einzelne Laser, die dann ganz genau in einem Strahl gebündelt werden. Dann muss man eigentlich nur noch ein paar Spiegel geschickt ansteuern und den Laser im richtigen Zeitpunkt an- und ausmachen, aber natürlich sehr, sehr schnell. Ich habe übrigens auch mal eine kleine Lasershow für euch zusammengeschraubt und dafür braucht man eigentlich nur einen Akkuschrauber, einen Spiegel und ein bisschen Heißkleber. Und ab geht's! So, jetzt kommen wir aber zu diesem richtig fetten Laser. Der hat eine Leistung von 1500 Milliwatt und deswegen muss ich auch unbedingt eine Laserschutzbrille tragen. Wenn dieses Licht in mein Auge gelangen würde, dann würde es natürlich durch die Linse fokussiert auf die Netzhaut und die würde dort ratzfatz verbrutzelt werden. Am tollsten ist es natürlich, Ballons platzen zu lassen. Achtung! Ja. Der rote ging jetzt schon ziemlich schnell kaputt. Aber jetzt passt mal auf, wenn ich einen Ballon derselben Farbe nehme. Achtung und Spannung. Es passiert nichts. Ja, und das liegt daran, dass der Ballon grün aussieht. Warum sieht er grün aus? Weil er das Licht der Umgebung und des Lasers reflektiert. Ja, deswegen sieht er grün aus. Ein roter Ballon sieht deswegen rot aus, weil er das rote Licht aus der Umgebung reflektiert, das grüne aber absorbiert, also aufnimmt und zwar dann in Wärme umsetzt. Achtung! Yeah! Durchsichtige Ballons sollten natürlich am wenigsten Licht absorbieren, also als Wärme aufnehmen. Und deswegen kann ich jetzt mal versuchen, diesen roten Ballon im durchsichtigen Ballon platzen zu lassen. Aufgepasst. Und das war alles harmlose Spielerei. Was aber passiert wohl, wenn ich diese mit Wasserstoff gefüllten Ballons mit dem Laser beschieße? Auf geht's! Und 3, 2, 1, Feuer! Wenn der Laserstrahl den Ballon trifft, wird die Ballonhaut zerstört. Allerdings entsteht dabei kein Feuer, das den Wasserstoff entzünden könnte. Daher haben wir an jedem Ballon ein kleines bisschen schwarze Pyrowatte befestigt. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst bestimmt wieder in der Experimenta in Heilbronn.